The Franklin, ein erfolgreicher YouTuber aus Süddeutschland, wessen Kanal sich rund um das Thema Essen und Sport dreht. Er atmet gut und gerne mal drei Döner hintereinander weg. Nichtsdestotrotz stellt er das Ebenbild eines soliden und vor allem maskulinen Mannes dar. Trotz der 10.000 bis 20.000 Kalorien-Challenges liefert Julian eine Physik, bei welcher ausnahmslos jede Frau anfängt zu schmelzen. Das schafft er natürlich nur mit einer vernünftigen Ernährungsweise, viel Sport, gekoppelt mit einer Menge Disziplin, abseits seiner Food-Videos. Und nach der Ansage, ein Tag essen wie The Franklin, Digga, konnte ich es mir nicht nehmen, einen Tag lang so zu essen wie The Franklin bei seiner Boxkampfvorbereitung. Und falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Eduard. Ich bin einfach nur ein Typ, der gerne trainiert, isst und reist. Viel Spaß mit dem Video. Bevor wir zur ersten Mahlzeit kommen, ich habe eine Vermutung und ich bin echt gespannt, ob am Ende des Videos das so zutrifft, wie ich mir das vorstelle oder nicht. Also seid gespannt. Kommen wir zur ersten Mahlzeit. Mahlzeit kann man nicht wirklich sagen. Es sind zwar Kalorien da, aber das ist eher ein Mittel zum Genuss. Ja, The Franklin beginnt seinen Tag immer mit einem Guten-Morgen-Käffchen. Genauso wie meine Wenigkeit. Ich finde, es gibt keinen besseren Weg, einen Tag zu starten, als mit so einem tollen Käffchen. Da drin ist ein bisschen Hafermilch von Oatly aufgeschäumt. Meinen Kaffee koche ich immer, wie ihr schon gesehen habt, in so einem Espresso-Kocher. Der Franklin hat ja so eine geile Kaffeemaschine. Die habe ich leider noch nicht. Irgendwann werde ich mir die aber auch holen. Einfach Kaffee mit Hafermilch, beste Kombi. Mich würde extrem interessieren, ob du Kaffee auch mit Hafermilch trinkst, weil viele Freunde von mir, die haben das noch nie mit Hafermilch getrunken und da denke ich so, Alter, was? Ihr verpasst da was, Leute. Tatsächlich gehört Kaffee auch komplett zu meiner Morgenroutine. Meine Morgenroutine besteht darauf, dass ich aufstehe, danach direkt ohne ans Handy zu gehen, kalt duschen gehe, danach so ein Käffchen koche und den dann hier draußen auf dem Balkon genieße, ein bisschen Sonne einhole, wenn denn an dem Tag auch die Sonne scheint. Aber in München haben wir echt Glück, da ist ziemlich oft ziemlich sonnig. Der Kaffee wurde leer gesippt und ist jetzt schön im Bauch. Ich fühle mich wohl und wir kommen direkt zur ersten richtigen Mahlzeit. Hier sind wir auch schon direkt bei der ersten richtigen Mahlzeit. Wir haben hier diesen sogenannten Hamsterbrei von Franklin. Das ist das, so wie ich mitbekommen habe. Also ich verfolge seine Videos schon ziemlich lange. Er startet meistens, ja wahrscheinlich nicht immer, aber meistens mit so einer soliden Mahlzeit am Tag. Bestehend aus etwas Reisflocken, Reispudding oder sowas. Dann haben wir hier Früchte drin. Wir haben hier ein bisschen Walnusskerne und noch ein bisschen Whey. Ganz wichtig zum Whey, er empfiehlt ja immer White Chocolate. Habe ich mir natürlich auch geholt. Ja, ich höre natürlich auf ihn. Aber es ist nicht wirklich mein Lieblingsgeschmack. Ich feiere Cereal Milk extrem. Könnt ihr gerne mal abchecken bei MyProtein. Ich glaube, gerade sind es auch so diese Impact Sales, aber ich weiß nicht, ob die schon rum sind. Also gerne bei MyProtein vorbeischauen. Unbezahlte Werbung an der Stelle. Wir hauen jetzt rein. Ich brauche davon nicht so viel probieren, weil das ist so eine Mahlzeit, die esse ich, falls du mich schon ein bisschen länger verfolgst, auch ziemlich oft. Also ich arbeite sehr oft mit Haferflocken, mit Reisflocken und sowas. Und das ist auch so eine Basic-Mahlzeit für mich und ich lieb's. Das gehört auch zu der Vermutung, die ich am Anfang des Videos geäußert habe. Und ehe ich es vergesse, wir haben hier natürlich noch ein bisschen Wasser, knapp einen halben Liter. Und da drin noch so ein bisschen Salz, weil er achtet da in dem Video auf sein Elektrolythaushalt. Weil er viel schwitzt wegen dem Sport. Er hat sich da auf diesen Boxkampf vorbereitet. Dementsprechend haben wir da ein bisschen Salz drin. Ist jetzt nicht leckerste so, aber es wirkt. Wie schon gesagt, ich esse das, Franklin isst das und das ist wahrscheinlich jeder, der ins Gym geht, so Sachen. So ähnlich, ja? Nicht genauso, aber so ähnlich. Einfach hammergeil so. Wir hauen das Ganze jetzt weg. So, Mann, der Teller ist leer, der Becher ist auch leer und ich bin auch ziemlich voll. Also die Mahlzeit hat auch extrem gesättigt. Die hat auch ordentlich Kalorien, auch sehr gute Nährwerte. Ich blende euch das Ganze ein. Diese Mahlzeit hat auch etwas mehr Kalorien, aber die sind auch sehr gut zusammengesetzt. Außerdem hat die ein extrem großes Volumen für diese Kalorienzahl, was dich auch viel länger satt hält. Plus noch das Wasser dazu. Hast du auch nochmal dieses Völlegefühl im Magen, hält dich auch satt. So, wenn du mal ein bisschen runterfahren willst und sowas, da ist jetzt nichts Ungesundes, nichts, was irgendwie Heißhunger verursachen könnte. Gerne abchecken, gerne nachmachen. Bevor es für mich gleich ins Gym geht, wollte ich mich recht herzlich bei Franklin bedanken. Also vielen Dank, Bro, dass du auf das Video reagiert hast und das bedeutet mir wirklich sehr viel. Als ich das gesehen habe, hatte ich so ein Lächeln im Gesicht und so ein euphorisches Gefühl. Danke, Mann. Und die Leute von Franklin, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es bedeutet mir sehr viel, dass ihr auf Abonnieren gedrückt habt, dass ihr auch ein paar von euch Kommentare dagelassen haben. Ich hoffe, ich enttäusche euch nicht. Seit dem Reaction-Video von Franklin wollte ich auch die ganze Zeit Video hochladen, dieses Video genau, weil er gesagt hat, einen Tag essen wie er, wollte ich unbedingt mal nachmachen und ich konnte leider nicht wegen der Klausurenphase. Sie hat mir nämlich in den letzten Wochen alle Nerven gekostet, aber die ist jetzt schon fast rum, ich habe nur noch eine Prüfung und habe jetzt noch genug Zeit, dieses Video abzudrehen. Deswegen würde ich mich auch sehr über ein Like freuen an der Stelle. Nochmal kurz ein Geschehnis, was heute passiert ist. Dieser Spiegel, er steht hier immer, immer, jedes Mal und er stand auch da, seitdem ich den da hingestellt habe. Also heute Morgen habe ich ihn verstellt, dann habe ich ihn hingestellt. Er stand da 3 Stunden, es war nichts und auf einmal fällt er einfach um und er ist jetzt komplett kaputt. Aber ich habe schon eine Idee, wie man das Ganze recyceln kann. Ich muss mir jetzt einen neuen Spiegel bestellen. Aber ja, vielleicht seht ihr das in den nächsten Videos. Ich will nicht zu viel verraten.
Vor dem Training gönnen wir uns beide gut und gerne mal ein Pre-Workout. Dieser ist von Evoke, da könnt ihr mich unterstützen mit Code @maximalsparen. Hat eine unglaubliche Pumpformel und wirkt extrem gut. Heute stand Rücken auf dem Programm. Durch Franklins Hamsterbrei war auch ordentlich Power im Training da. Wir hatten da die Carbs, die uns Energie gegeben haben, und die Proteine, die unseren Muskel schützen. Kombiniert mit dem Booster war das eine erfolgreiche Trainingseinheit, wo der Pump auf jeden Fall abgeholt wurde. Jetzt ging es schnell auf dem Fahrrad zurück durch das verregnete München, um die Post-Workout-Mahlzeit von Franklin zu essen. So, Freunde, Gym ist durch und nach der Gym-Session beim Franklin gab es für ihn was sehr Leckeres für die Geschmacksknospen, was ich auch sehr feiere. Ich zeige euch das Ganze. Franklin hat das Ganze nach dem Training direkt im Auto gegessen. Ich habe das nicht direkt nach dem Training auf dem Fahrrad gegessen. Ich bin erstmal heimgefahren. Es ist draußen, es regnet heute, ja. Ich bin noch vollkommen nass, aber damit ich hier dieses Post-Workout-Gefühl richtig habe, esse ich das jetzt sofort, bevor ich duschen gehe. Und danach gibt es erst die richtige Post-Workout-Mahlzeit. Diese Mahlzeit besteht aus, wie ihr eben schon gesehen habt, einem Protein-Shake plus etwas Lebkuchen. Wir beißen jetzt direkt rein, ich habe so einen Hunger. Boah. Richtig gut. Ich weiß nicht, kommst du durch die Cam rüber, aber ich genieße es gerade so. Da sind auch noch so Nüsse und so drin. Ey, brutal. Das ist mal nicht so wie bei Zac Efron, ja. Das ist schon was, ja, für die Genugtuung, ja. Der Franklin ist auch so ein Feinschmecker, ja. Das gefällt mir. Dazu noch Proteins. Also wir haben hier eigentlich eine super easy Mahlzeit. Es ist jetzt nicht zu clean, aber der Körper, der unterscheidet da meistens nicht so krass. Wir haben hier einfach Zucker drin, Kohlenhydrate direkt nach dem Training brauchen wir. Dann haben wir noch ein bisschen Fette, natürlich nicht optimal, aber ja, man kann nicht immer alles optimal machen, oder? Noch ein bisschen Isoclear. Ja, wir brauchen noch Proteins nach dem Training für die Proteinbiosynthese, Alter. Deswegen wird sich das jetzt sowas von reingehen. Auch unbezahlte Werbung von ESN, Brombeere, ist meiner Meinung nach eins der besten Isoclears, die es gibt. Würde mich mal interessieren, ob du das schon mal probiert hast und ob du das auch so feierst wie ich. Schreib's gerne in die Kommentare. Zieht euch den mal rein, der ist sogar mit dunkler Schokolade überzogen. Das feier ich auch ultra heftig. Also dunkle Schokolade mochte ich als Kind nie, aber jetzt langsam dieses Bittere, das feier ich so extrem. Zum Beispiel beim Pudding heute Morgen, da hätte ich auch dunkle Schokolade so ein bisschen drüber gemacht. So 12 Gramm, damit es so ein bisschen schmilzt und so. Das gibt nochmal so richtig eine Geschmacksexplosion. Ich weiß, dann macht ihr das auch mal. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Es ist verdammt viel Zeit vergangen seit der letzten Mahlzeit, also seit der ersten Mahlzeit. Deswegen genieße ich das gerade, weil ich einfach so einen Hunger habe. Direkt nach dem Training, der Körper merkt einfach, wenn ihr lange nichts isst und so, boom, das kommt so rein und dann habt ihr dieses Gefühl im Kopf und es geht Vollgas, alles, du bist glücklich. Die trainieren, die wissen, wovon ich rede. Dann brauche ich gar nicht erzählen. Nach der notwendigen Dusche wurden die Gymbro-Kochkünste in der Küche entfacht und das nächste Meal zubereitet. Frisch geduscht und mehr als bereit für die nächste Mahlzeit und auf die habe ich mich extrem gefreut. Wir haben hier nämlich 4 Eier mit ein bisschen Tomaten oben drüber, frischem Knoblauch, bisschen Basilikum, das war's auch schon, bisschen Pfeffer und sowas, bisschen Gewürz. Ey, glaub nicht, was da für Aromen beim Zubereiten in die Nase kommen, es ist verrückt. Dazu noch ein bisschen Rote-Bete-Saft, hat auch viele gesundheitliche Vorteile, blende ich euch natürlich auch ein. Ja Mann, ich würde sagen, wir hauen rein. Ich habe etwas die Vermutung, dass mich diese Mahlzeit nicht so ganz satt machen wird, weil ich finde halt Eier ist mit eins meiner Lieblingsessen. Also ohne Scheiß, einfach Eier, ich feiere das übel, ne? Ich habe auch überhaupt gar keine Probleme, so 10 Eier am Stück wegzuessen. Also die atme ich weg, ist kein Ding. Aber ist einfach ultra geil, ich schwöre es euch. Dazu noch ein bisschen Rote-Bete-Saft. Jetzt ist mein Mund wahrscheinlich rot. Trinke ich tatsächlich auch öfter mal selbst so. Aber meistens vorm Training wegen dem Nitratgehalt. Weil das hat, wenn ich nicht lüge, einen hohen Nitratgehalt. Und davon kommt die Durchblutung einfach besser in den Muskel an. Und dann habt ihr mehr Pump im Training. Deswegen würde ich immer empfehlen, Rote-Bete vorm Training zu trinken. Aber es hat ja auch sonst noch gesundheitliche Vorteile. Deswegen seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr auch mal ein paar Säfte so trinkt. Ich brauche dazu dann noch irgendwie ein bisschen Brot oder Reis oder sowas. Wisst ihr, was so stopft? Weil Eier, die sind halt so locker, fluffig. Die liegen leicht im Magen so. Die bemerkst du gar nicht so. Es ist wie so, als würdest du in so eine Wolke reinbeißen. Aber ein einziger Punkt, den ich zu bemängeln habe. Aber diese Mahlzeit hier mit Basilikum, Knoblauch, bisschen Pfeffer, Tomaten und sowas bestätigt einfach wieder meine Vermutung, dass Franklin auch so ein Feinschmecker ist wie ich. Ganz ehrlich, Freunde, ne? Mit Eiern, da macht ihr einfach nichts falsch. Proteinreich, hat eine sehr, sehr gute, sehr hohe Proteinbioverfügbarkeit für den Körper, mit die beste und hat auch sehr viele, auch so gesundheitliche Vorteile.
Ich esse das Ganze auf und wir sehen uns bei der nächsten Mahlzeit. Bevor es aber zur nächsten Mahlzeit geht, möchte ich kurz was über das Training erzählen. Also heute habe ich komplett die Schultern auseinandergenommen, also die hinteren. Ne? Es stand heute Pull an. Ich merke das jetzt schon direkt nach dem Training. Gestern habe ich die seitlichen auseinandergenommen. Mein Ziel ist es, also ich habe aufgehört, so damals habe ich einfach Push-Pull-Legs trainiert und ich habe einfach immer dasselbe trainiert, immer dasselbe. Mit der Zeit kamen dann Disbalancen meiner Meinung nach bei mir im Körper, dass die Brust irgendwie zu stark gewachsen ist, aber zum Beispiel die Schultern und so der Trizeps hinterherhängen. Und das versuche ich jetzt so gut wie möglich auszugleichen und wirklich meinen Trainingsplan darauf zu konzentrieren, nach meinem optischen Ideal, sage ich mal. Ne? Dazu gehören halt noch ein bisschen mehr Schultern und noch ein bisschen mehr Trizeps dazu, ganz einfach. Ich merke das halt in letzter Zeit, also das hatte ich früher gar nicht so, aber durch die Diät habe ich gelernt, anders zu trainieren. Also wirklich mit vollem Fokus und mit wenig Gewicht den Körper aber komplett auseinanderzunehmen. Jetzt habe ich die Kalorien ein bisschen erhöht, aber ich trainiere trotzdem noch so wie in der Diät mit dieser vollen Intensität. Vorher im Bulk, da habe ich einfach das Gewicht so weggehauen. Also ich habe mir irgendwie Gewicht draufgepackt und ich habe nicht auf die Ausführung geachtet, da war die Power da einfach weggedrückt so. Aber das ist vielleicht etwas zielführend, aber nicht so zielführend, wie wenn du mit vollem Fokus auf den Muskel, auf den Zielmuskel dich fokussierst und dann den einfach komplett zerberstest. Deswegen ein Ratschlag an dich. Versuch mal vielleicht so ein Training, dass du ein bisschen dein Gewicht zurückschraubst, ein bisschen mehr die Technik lernst und vertrau mir, du wirst dann auf jeden Fall bessere Gains machen. Und was auch noch richtig geil ist, immer nach der Diät, immer dieser erste Monat oder die ersten Wochen danach, wo du die Kalorien erhöhst, ist irgendwie das Geilste so. Schaut mal, das ist einfach der Arm, der sieht einfach so prall, einfach voll und du fühlst dich so voll energiegeladen, Mann. Außer, dass jetzt alles irgendwie wehtut, aber egal. Kommen wir einfach zur nächsten Mahlzeit. Ja, Mann, was haben wir hier drin? Bisschen Nudeln? Naja, bisschen ist jetzt nicht richtig, 200 Gramm. Franklin hat 250 gemacht, aber ich muss auch so gucken, dass das in meine Kalorien ungefähr reinpasst. Dann haben wir 300 Gramm Brokkoli und 250 Gramm Chicken Breast. Er hatte so eine Barbecue-Soße verwendet und ich glaube, das würde auch richtig, richtig geil kommen. Und anstatt Olivenöl habe ich Erdnussmus verwendet, ja. Die Barbecue-Soße habe ich weggelassen. Ich habe da ein bisschen scharfe Soße einfach reingemacht. Aber ja, es geht ja ungefähr so, es muss ja nicht 1:1 so genau sein. Es ist ja auch extrem schwer. Man hat ja nicht immer komplett alles oder die komplett selben Läden in der Nähe oder so. Ich hoffe, ihr verzeiht mir da. Das Hühnchen habe ich im Airfryer gemacht. Es ist Airfryer, müsst ihr euch holen, so wenn ihr Gym oder so durchzieht, ne? Oder insgesamt auch wenn du nicht Gym durchziehst und einfach geiles Chicken haben willst oder so, dass dir das Leben erleichtern willst, hol dir einfach einen Airfryer, ist einfach geil. Während ich das esse, ne, kann ich da ein bisschen so Fazit machen, wie ich das so fand, also der Tag wie Franklin und sowas. Natürlich habe ich jetzt nicht Eis gebadet, können wir auch machen, wenn es jetzt ein bisschen kälter wird wieder draußen. Am Anfang vom Video habe ich ja gesagt, dass ich eine Vermutung habe und gespannt bin, ob es am Ende des Tages auch so zutrifft, wie ich mir das vorstelle. Meine Vermutung war, dass Franklin und ich ziemlich, ziemlich ähnlich essen, was so abgesehen von diesen Kalorien-Challenges oder also bei ihm und bei mir einfach ja die normalen Food-Videos, die ich mache, ne, dass wir ziemlich ähnlich essen und das hat mit zwei Dingen zu tun. Wir sind beides so Sportler. Das andere ist, wir achten schon beide so auf die Ernährung. Nicht so Disco-Pumper-mäßig, ne? Wir achten schon so drauf, ne? Da ist es einfach so, bei so Gym-Rats insgesamt, die das halt wirklich durchziehen, ja, wir sind irgendwie alle irgendwo gleich. Also wir haben da dieselben Makronährstoffzusammensetzungen und sowas. Also wie Franklin, das war für mich irgendwie auch nicht so wirklich so außergewöhnlich so zu essen, weil bei mir ist meistens genauso. Der Tag startet auch. Protein, Kohlenhydraten, ich achte da immer so drauf. Dann, es gibt immer so ein paar Kleinigkeiten, ein paar Snacks, so dass ich mir auch mal was gönne. Wie bei ihm Lebkuchen. Bei mir ist zwar kein Lebkuchen, ja. Ich mag zum Beispiel Snickers-Eis. Zum Abend meistens lasse ich die Kalorien offen, dass ich dann so eine riesige Mahlzeit habe, weil mich das einfach so befriedigt, so eine große Mahlzeit zu essen. In dem Sinne esse ich das Ganze und wir sehen uns dann nochmal zum Schluss. Ganz knappes, kurzes Fazit zum gestrigen Tag. Also die Ernährung von Franklin hat mir sehr gut gefallen. Unterscheidet sich wirklich kaum von meiner Ernährung. Ist fast genauso strukturiert, auch von der Makronährstoffverteilung. Die schauen wir uns jetzt gemeinsam mal an. Also wirklich, die Werte sind geisteskrank. Wir haben 316 Gramm Kohlenhydrate, die geben uns auch schön Power am nächsten Tag im Training. Also heute steht Leg Day an. Dann haben wir genügend Eiweiß, mehr als genug, 211 Gramm. Und dazu noch knapp 60 Gramm Fett. Also wir fahren das sehr gut. Und wenn du so jeden Tag isst, Alter, dann wirst du spätestens in einem halben Jahr auf jeden Fall Erfolge im Spiegel sehen. Ich hoffe, du konntest dir irgendwas aus diesem Video mitnehmen und dass dir das Video gefallen hat. Somit würde ich mich an der Stelle natürlich auch über ein Like freuen. Schreib doch gerne in die Kommentare, von welchem Influencer oder Star du als nächstes die Ernährung sehen würdest. Das Allerwichtigste, nicht vergessen, bleib stabil.